wir haben eine neue Nachricht. Mami ist sauer. Oh, wie viel labern die schon wieder? Eine Nachricht am Arsch. Chloe, David versucht, das zu tun, was er für das Beste hält. Er ist so ein Idiot. Es gefiel mir nicht, dass er dir gesagt hat, du sollst deine Taschen leeren. Aber dann hattest du Gras, oder? Was klasse ist. Ich weiß einfach nicht, was ich doch tun soll. Es reimt sich mit Flairless Flavored? Chloe, kannst du David mal für eine Sekunde vergessen? Denk an mich. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe, okay? Vielleicht brauche ich meine Tochter zurück. Ist das Handy von dir kaputt? Sieht so aus, als hättest du einen Sprung. Okay. Hier haben wir auch wieder was Neues. Seite 13. Max, hast du schon mal jemanden gehasst wie die Pest, nur um herauszufinden, dass er eigentlich viel cooler ist als angenommen? Ja, ich auch nicht. David hat es sich in seinen verfluchten Kopf gesetzt, dass er bei mir hart durchgreifen muss. Also musste ich auf dem Schulparkplatz meine Taschen für ihn leeren. Ich spielte mit, aber nur um ihm meinen Beutel Kräuter unter den dummen Schnurrbart zu reiben. Das ging nach hinten los, denn jetzt zieht David in mein altes Haus ein. Ich sage altes Haus, denn wenn er da ist, bin ich es ganz sicher nicht. Zum Glück habe ich noch den Schrottplatz, mein zweites Zuhause. Chloe, die Geißel der Faschisten. Okay. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Ja, sowas geht schnell. Max and I used to go there all the time as kids. I think it shut down, but who knows? I guess I'll never ride one of these again. That's so awesome. Straßenhandtuch? You're a long way from the beach. Don't tell me what to do. Make it a great day. Glühbirne. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Stand doch da, oder? Ja, was stand da? Ja, Glühbirne. Das sah nämlich so komisch aus. Ich dachte schon, ich hätte mich verlesen. Oh, Spritzer! Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. What are you trying to hide under their hood? Natürlich kriege ich das nicht so einfach auf. Ja, ich habe den Knopf gesehen. Aber ich kann mir ja alles Mögliche hier anschauen. Vielleicht haben wir auch hier was drin. Sieht genauso verrostet und alt aus. Nee. Nope. Polizeilicher Hinweis? Was? Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Warnung, dieses Vehikel wurde im Rahmen eines Haftbefehls einer Verfügung konfisziert und beschlagnahmt. Dieses Vehikel wird gemäß der Befugnis unter Regel 42 des Amtsgerichts von Oregon in Anwendung von Sektion 2.1 des Rauschgiftschadengesetzes von 1985 gefändet und beschlagnahmt. Es ist eine Straftat, dieses Eigentum ohne Entschuldigungsgrund zu zerstören, zu beschädigen oder zu verändern. Egal.
Also ist die Batterie auf jeden Fall noch in Ordnung. Here we go, the pick of the litter. Warum will sie das Auto eigentlich fixen? Ich gucke mich trotzdem noch weiter hier um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, wo ich was draufkritzeln kann. I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. Was ist das? This Matt has seen some things. Mostly feet. Hat so Füße. Was? Ja, eine Fußmatte sieht nur Füße. Die armen Fußmatten. Freiheit den Fußmatten! So, das ist was ganz anderes. This junkyard is massive. I'll explore more after I take this battery back to the truck. Was war da? Ach ja. Ich bin noch nicht da lang gegangen. I think I'm all smashed out. Papas Auto. For oh now. Nein. No, not going over there. Okay. Boot. Oh. Du schaffst es, Chloe. Damn, you cigarettes. Ich will darauf. Ich weiß nicht warum, aber ich will darauf. Habe ich das richtig gelesen? Okay. These magazines are so gross. Who would look at Spaß this? Mit Candy. Okay, I'm still looking, but it's only because I'm so fixated by how weird it is. Schnell weg, sonst. Obwohl, ist nur schlimm, wenn dann Nippel zu sehen sind. You're a long way from the country club, guy. Booster. Now this is a Vortex Club I wouldn't mind joining. Vortex Club, kunterbunter Ball, Außenseiter vereint euch. Seid wer immer ihr seid. Wenn wir essen, trinken und fröhlich sagen, fickt euch an Regan und sein repressives Regime. Kommunismus, Atheismus, freie Liebe, Blackwell Academy, Jahrgang 81. Was macht's auch nicht interessanter? Was? Ach. Wieder den falschen Knopf gedrückt. A Radio! Hören wir uns mal Musik an. Ach nee, so ein Radio, okay. Ah, es funktioniert doch. Ach ne, echt jetzt? Geil. Hat das doch ins Radio geschafft mit dem Lied. A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Ja, so einen Schatz. Wo ist das One Piece? Ich gehe hier nicht weg ohne One Piece. Okay, das hatte ich schon. Okay, dann legen wir mal die Batterie jetzt ein. Gibt's ja sonst nichts. Hat die überhaupt Ahnung davon? Sah grad nicht so aus. Ein bisschen hier, ein bisschen da.
Perfekt. Ist das ihr Auto? Fällt mir gerade so ein, die hatte ja in Life is Strange ja ein Auto gehabt. Und das scheint es zu sein. This thing needs more love than I can give right now. Das wird schon. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Okay, als erstes das Sandton. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Ah. Probably a good idea to cover over this with something. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. Huh. Maybe there's another light bulb I can put in here. Das haben wir doch alles gesehen. Badetuch? Okay. Let's see what else this trash heap has to offer. Okay. Wo war da? Strand. Strandtuch. This could cover that torn seat and look awesome doing it. Glühbirne war auch in der Nähe irgendwo. Da. You might not work. Then again, I hardly ever work. So, und was jetzt noch fehlt? Vielleicht das Piratentuch? Bestimmt, ich teste es mal. Vielleicht ist es auch das Falsche, ich weiß nicht. Was Spielzeugroboter, das habe ich noch nicht gesehen. It's all fun and games till this guy enslaves everyone. Ja, versklav alle. Okay. A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Okay, das war also nicht, was man zum Beispiel auf die Sitze legen könnte. Nee. Ich glaube, das Strandtuch ist das, was ich auf die Sitze lege oder so. Ich habe keine Ahnung. Brauche ich irgendwas Blechmäßiges wahrscheinlich, was ich zum Schutz, damit ich nicht rausplumpse. Better head back to the truck. Die Schutzung. Wir haben doch. Aha. Da. You should cover that life-endangering floor hole quite nicely. Jetzt können wir zurück, jetzt haben wir alles. Ich wusste doch, dass wir da irgendwas finden. Die Welcome-Matte. Ja, toll. Hat ja auch nichts anderes gesehen bis jetzt als Füße, also wird sie unsere Füße auch noch sehen. Das erste Auto soll ja immer was Besonderes sein, ne? In Deutschland würde man mit so einem Auto nicht über den TÜV kommen. Aber in Amerika ist das scheißegal. Ich hätte es cool gefunden, wenn man jetzt von allem so drei verschiedene Sachen gefunden hätte und man dann auswählen dürfte. Das wäre nice gewesen. So hat man ein bisschen individuelleres Auto, aber man kann ja nicht alles haben. Geht ja hier jetzt nicht darum, ein cooles Auto zu haben, sondern die Story weiterzuführen. This thing looks like a rusted out shopping cart.
Probably drives like one, too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard? That's great. Stay there, I'll see you soon. Okay. And Frank? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. Du machst mir Angst. Was ist das für ein Handy? Das ist ja sowas von 2002. Time for a hard-earned smoke. Aber erstmal hier Nachricht von Rachel lesen. Oh Gott, eine Nachricht. Früher fand ich es besser, da wurde getextet und man konnte das dann lesen. Jetzt muss ich hochscrollen, bis das Blinkende aufhört. Chloe Price. Ich bin nicht scheiße. Bist du absolut nicht. Laut meiner Mutter schon. Ich weiß nicht, ob ich es ertrage, heute nach Hause zu gehen. Noch da? Ich hole was von zu Hause und sehe dich am Schrottplatz. Ich sehe dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. Okay, woher weißt du, dass wir da sind? Graffiti. Gleich mal dran. You only get one chance to make a first expression. Mystisch. The eye sees all. Das aber. Warte mal. Yo! Habe ich schon was verpasst, wie es aussieht? Egal. Funktioniert die Hupe? Test es aus. Jo, sie funktioniert. Fixing the truck was hard work. Time to kick back and light up when I'm done looking around. Erstmal sorgen wir für. Does your truck look like an aquarium on wheels? Didn't think so. Lol. Okay, dann rauchen wir eine. Scheint eine normale Zigarette zu sein, wie es aussieht. Wir haben ja kein Gras mehr. Und es brennt da hinten immer noch. Was ich an diesem Spiel aber nicht mag, ist, dass man mir mit dem Spiel teilweise mehr eigentlich... Mir kommt so vor, als würde man mir den Soundtrack verkaufen wollen. So, hier, Soundtrack! So kommt's mir vor. Die hauen den Soundtrack einfach immer nur der Bam.
Okay, dies wäre jetzt nicht so eine Szene, wo ich sagen könnte, okay, da wird richtig aufgezwungen, wo man dann irgendwann abbrechen musste, aber es kam im letzten Part einfach dreimal der Soundtrack vor, wo man dann Shit. einfach den I Soundtrack slept all abbrechen day. konnte mit Kreis. Hat nichts zur Story beigetragen, außer dass man sich anhören konnte. What the hell? Ich glaube, sie träumt. Erstmal nicht. Ich habe ja noch mehr Spiele als nur WWE. Dad? Träumt so wieder von ihrem Vater. Der an einem Auto, das brennt, sitzt und ein Marshmallow röstet. Warum nicht? I wonder if it burned like this the day it happened. Das heißt, wenn ich diese Episode fertig habe, dann werde ich wahrscheinlich WWE reinschmeißen. Ich denke mal, das wird noch vor 10 Uhr passieren. Marshmallow. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. It's magic. But sometimes there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Of getting burned.